Jan Maybach! Jan Maybach. Ich suche Jan Maybach. Jan Maybach, sind Sie Jan Maybach? Jan Maybach? Kennen Sie Jan Maybach? Hallo. Wo kommt denn das plötzlich her? Naja, ich verstehe das sowieso nicht. Das ist doch amerikanisch, oder? Ja. Deswegen finden die Kids das ja so cool. Cool. Findest du nicht, dass Charlotte ein bisschen zu klein dafür ist? Nee, wieso? Du willst mit Charlotte auf Halloween-Tour gehen? Ich hab da auch keine Lust drauf, aber Leni will da hin, mit ihren Freundinnen. Um Kostüme zu gucken oder so, keine Ahnung. Die will doch einfach mal in Ruhe was trinken gehen. Und du gehst da nicht hin, mit Paul, oder wie? Doch, ich muss auch mit Paul gehen, der redet ja seit Tagen von nichts anderem mehr. Na! Oh, guck, weiß ich, du Pfeife! Oh mein Tom! Trick or treat! Jedenfalls wollte ich heute Abend ein bisschen früher gehen, wenn es recht ist. Ja, wir als Halber. Maybach? Wenn du nicht in exakt nach 10 Minuten am Brunnen auf dem Augustusplatz bist, wird jemand sterben. Wie bitte? Hör mal auf, Ruhe jetzt! Hör auf! Wer ist denn da? 17 Minuten 45 Sekunden. Hallo? Sehr seltsam. Was war? Das war einer mit einer verzerrten Stimme. Der hat gesagt, wenn ich nicht in 18 Minuten auf dem Augustusplatz bin, dann stirbt einer. Das ist ein Halloween-Scherz. Ja, sehr lustig. Komm, dann schauen wir uns mal an. Sorry, ich muss los. Wir sehen uns später, ja? Ja. Kennst du die? Ja, Maike Schwarz. Hat mal Vertretung gemacht für Ina. Ist schon was her. Wo hat ihr meine Nummer her? Wie lange noch? 12 Minuten. Jan Maybach. Entschuldigung, ich suche Jan Maybach. Sind Sie Jan Maybach? Entschuldigung. Sind Sie Jan Maybach? Jan Maybach, bitte. Ich suche Jan Maybach. Jan Maybach. Sind Sie Jan Maybach? Was der denn für uns, Alter? Ich suche Jan Maybach. Sind Sie Jan Maybach? Hey, was ist das? Hey. Entschuldigung. Alter, ja. Sind Sie Jan Maybach? Hey, was ist dein Problem, Mann? Bitte lass mich zufrieden. Lass die Finger runter. Was hast du gesagt? Bitte geht weg. Geht weg. Alter, ey. Mal auf, Alter. Geht weg. Haut ab. Haut ab! Lass mich in Ruhe! Haut ab! Ich sage, haut ab! Hey! Haut ab! Verschwindet! Haut ab! Weg hier! Komm. Haut ab! Jan Maybach! Ich bin Jan Maybach! Haben Sie mich angerufen? Ich hab Sie nicht angerufen! Oh, Scheiße! Machen Sie das Ding ab! Schnell! Tom, ruf Machen Brenner Sie das an. Ding ab! Verdammt nochmal! Martin Brenner, Sprengstoffexperte, hab ich die Nummer! Tom, ruf ihn an! Machen Sie das Ding ab! Bitte. Nicht bewegen, stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Ich will Brenner, den Sprengstoffexperten. Warum tragen Sie den Gürtel? Das weiß ich nicht. Machen Sie das Ding ab. Bitte, schnell. Moment, ich verbinde. Brenner. Ganz Brenner, Maybach hier. Ich habe einen Bombengürtel an den Menschen dran. Der zündet in 70 Sekunden. Zurück. Wie sieht die Bombe aus? Der Sprengstoff ist TNT und am Zünder ist ein Countdown. 50 Sekunden. Und dann ist halt unser Relais dran, glaube ich. Okay, das könnte eine Selbsthalteschaltung sein. Entfernen Sie den Gürtel nicht vom Körper. Ja. Hier ist eine Batterie. Soll ich die rausnehmen? Auf keinen Fall. Das springt doch an einem Kreuzfeuerung. Gibt dir nichts zu sehen! Kabel. Was? Kabel, die mit dem Zündmechanismus verbunden sind. Ja, hier sind Kabel. Ein blaues und ein rotes. Okay. Hier sind an so einem Glasröhrchen dran. Das ist ein Quecksilber wahrscheinlich. Ja. Was soll ich machen? Auf keinen Fall die Batterie entfernen. Ja, weiß ich doch. Die Kabel. Jetzt gehen Sie Welches weg hier! Von den beiden ist auf der Innenseite von dem Quecksilberschalter? Das rote außen an der kurzen Seite. Gut. Haben Sie was zum Schneiden? Eine Zange oder Thomas, ein Messer? Da hast du das Messer. Ja, haben wir. Welches Kabel soll ich durchschneiden? Das rote, also das, was außen ist. Ja, das rote. Das linke? Ja, schneid. Ja, das war's. Brenner? Ja? Sie sind mein Held. Angeblich wurde er im Park niedergeschlagen. Als er aufwachte, war er präpariert. Und neben ihm lag dann der Zettel. Finde Jan Maybach.
an dem Brunnen auf dem Augustusplatz. Wenn du versuchst, die Bombe zu entfernen, explodiert sie. Hältst du ihn eigentlich für glaubwürdig? Ja. Ich hab seinen Blick gesehen. Er hatte Todesangst. Dein Telefon. Anonym. Maybach? Das war knapp. Bond, fühlst du dich jetzt als Held? Wer sind Sie? Es tut nichts zur Sache, wer ich bin. Es gibt noch weitere Bomben in Leipzig. Und du, Jan, musst dafür sorgen, dass sie nicht explodieren. Es gibt ein paar Regeln. Wenn du die befolgst, sollten wir gut miteinander klarkommen. Du machst dich allein auf die Suche. Deine Kollegen fahren zurück ins Büro. Du kannst sie gerne anrufen, wenn du Hilfe brauchst. Dafür sind Telefonjoker ja da. Wer sind Sie? Ich habe gesagt, das tut nichts zur Sache. Zweite Regel. Der Typ dahin. Du wirst keines der Gebäude, in das du kommst, evakuieren lassen. Und du wirst dich nicht als Polizist zu erkennen geben. Und nur die Bomben berühren. Sollte einer von eurem Bombenkommando daran rumfingern, gibt es Tote, ist das klar? Ja. Gut. Okay, sorry. Nimm die Knopfkamera von seinem Kragen. Du wirst diese Kamera an deiner Jacke tragen, ja. Vorne. Du wirst sie niemals entfernen. Sie sendet ein Live-Bild, damit ich sehe, was du tust. Und du wirst genau das tun, was ich dir sage. Ich werde dir Fragen stellen, Jan. Und du wirst diese Fragen beantworten. Erinnerst du dich an Christoph Nowak? Was? Du warst mit ihm essen. Mit ihm und seiner Frau. Der Bankräuber. Der jetzt im Gefängnis sitzt. Deinetwegen. Die nächste Bombe explodiert in 11 Minuten. Hallo? Hallo? Scheiße. Vielleicht war das Nowak. Aus dem Gefängnis unwahrscheinlich. Das Restaurant war ein Hinweis. Ein Tipp, wo die nächste Bombe versteckt ist. Welches Restaurant? Wo ich mit Nowak gegessen habe. Wie hieß das gleich? Hier, sag mal schnell. Das ist Kaiser... Maximilian. Kaiser Maximilian. So, das ist doch ganz in der Nähe. Ich ruf dich an, track mein Handy. Danke, Jungs. Servus. Jan, was gibt's? Ruf dem Kaiser Maximilian an und lass evakuieren. Jetzt! Jetzt warte mal, das hat er doch verboten. Jan, das ist zu riskant. Das kriegt er nicht mit. Die Kamera überträgt nur Bild, kein Ton. Ich entscheide, was er sieht. Also lass evakuieren, und zwar jetzt. Jan. Okay. Sollen wir jetzt evakuieren oder nicht? Haben wir eine andere Wahl? Eine Überraschung. Wir wollten einfach nur nicht essen gehen. Nowak, Christoph. In wie vielen Monaten sind Sie denn? Ich frage schon. Ich bin Trainer, aber ich bin der falsche Mann. Haben Sie schon gehört? Können Sie mir sagen, wo die Toilette ist? Weil ich weiß, wie Profilertypen, wie Sie ticken. Ja, mit Ihnen und Ihrer reizenden Freundin sogar ein paar Millionen davon abgeben. Und würden wir beide weiter unsere Wege gehen? Ja? Willst du mich verarschen? Was wollen Sie? Machen Sie das für Christoph Nowak. Aus Rache, weil ich ihn ins Gefängnis gebracht habe. Jan, du denkst zu einfach. Hier geht's um mehr. Jetzt steh auf und rede dich um. Sofort. Ich habe gesagt, es gibt Regeln. Und ich habe gesagt, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann sterben Menschen. Hören Sie, ich habe genau gemacht, was Sie von mir verlangt haben. Du hast dich nicht an die Regeln gehalten, Jan. Du hast das Restaurant evakuieren lassen. Es tut mir leid, ich... Ist das so? Wo ist jetzt die Bombe? Hm? Jedenfalls nicht im Restaurant. Ich habe mir schon gedacht, dass du mich nicht ernst nimmst. Wie soll ich Sie ernst nehmen, wenn Sie mir nicht sagen, was Sie von mir wollen? Auf dem Tisch liegt eine Karte. Auf welchem Tisch? Das musst du schon selber herausfinden. Kalt. 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 Wärmer. Heiß. Was ist das für ein Schlüssel? Das wirst du schon früh genug merken. Steck ihn ein. Was ist mit der Nummer? Ich erhöhe auf 16 Minuten. Hallo? Herzlich willkommen bei der Gofa Bank Leipzig.
Leider sind momentan alle Mitarbeiter beschäftigt. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir sind gleich für Sie da. Hallo, die Bombe ist in der Kuferbank. Wahrscheinlich in dem Schließfach, aus dem Novaks Komplize damals die 25 Millionen geklaut hat. Ich brauche die Schließfachnummer. Was ist mit der Bombe im Restaurant? Das Restaurant war ein Test. Da war keine Bombe. Habt ihr eine Verbindung hergestellt zwischen Sambeck und Novak? Da gibt's keine. Vermutlich war Sambeck ein Zufallsopfer. Das hab ich gedacht. Das war nicht Novak. Wieso nicht? Nur so ein Gefühl, keine Ahnung. Vielleicht was Persönliches. Ja, aber was? Team halten sich verdeckt und gehen nur auf meine Anweisung ein. Okay? Verstanden. Hast du die Schließfachnummer? Nee. Gleich. Sag mal, der Jan hat ja vielleicht irgendwelche Feinde im privaten Umfeld oder so. Weiß ich doch nicht. Ist dein Schwiegersohn? Noch nicht. Und, hast du's? Sekunde. Ich habe übrigens einen Zugriff auf Jans Handy programmiert. Wenn der Typ das nächste Mal anruft, versuche ich eine Fangschaltung. Von hier? Ja. Und das geht? Ich habe da mal mit Rettich zusammen ein kleines Programm gebastelt. Das ist vielleicht nicht ganz legal, aber ich würde es gerne mal versuchen. An der Bombe waren keine Fingerabdrücke. Wir untersuchen jetzt auf DNA. Was ist mit dem Erpresserbrief? Na, da sind wir dran. Jan ist auf dem Weg zur Kuferbank. Ich habe das Bombenkommando hingeschickt. Hajo! Ja, ich weiß, ich weiß. Der Kerl hat das verboten, aber hier geht es um Menschenleben und um das Leben von Jan. Und sie bleiben verdeckt. Sie gehen nur auf meine Anweisung rein. Wo ist Jan denn jetzt? Da ist es. Der kommt gerade bei der Bank an. Tom, hast du die Nummer? Ja, 731. 731, gut. Hier ist noch ein Passwort. Warte mal, von damals. Das ist aber länger. Okay. Schieß los. Gustav Udo, 18 45 4 8 1 1 3. Ich melde mich. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Maybach. Ich müsste ans Schließfach 731, bitte. Den Ausweis, bitte. Ja. Mhm. Danke. Passwort. Schauen Sie mal. Geht das so? Ich hoffe, der ist nicht wasserfest. Der Stift. Das zweite. Bitte? Das zweite Passwort. Als Sie das Fach damals beim Kollegen Wallraff beantragt haben, haben Sie eine doppelte Authentifizierung verlangt. Ah ja, ja. Augenblick, ich bin sofort wieder da. Tom? Jan, Brenner ist auf dem Weg zu dir. Alles klar. Das Passwort ist richtig, ich brauche aber noch ein zweites. Steht da noch was in den Akten? Nee, sorry, mehr ist da nicht. Ach, Scheiße. Warte mal. Ja? Läuft doch ganz gut bis jetzt. Ich nehme an, dir führt das zweite Passwort. Ja. Du kriegst das Passwort, wenn du noch weißt, wie Christoph Novaks Frau mit Vornamen heißt. Warum? Ich stelle dir die Fragen. Wenn du die beantwortest, dann helfe ich dir. Wenn nicht, dann explodiert die Bombe. Also, der Name. Claudia. Falsch. Wir wollten einfach nur ins Essen gehen, wir nehmen ganz recht den Stress im Moment. Novak, Christoph. Trautke, setzen Sie sich doch zu uns. Katharina. 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 Ja? Ja, richtig. Ich brauche einen Kollegen für den Tresorraum. So, was haben wir?
Jan ist in der Guferbank. Da ist vermutlich die nächste Bombe. Haben Sie evakuiert? Nein, das können wir nicht. Was soll das heißen, das können wir nicht? Das haben wir im Restaurant versucht. Der Mann hat uns durchschaut und hat gedroht, die nächste Bombe zu zünden. Ich habe jetzt ein Bombenkommando zur Bank geschickt. Aber Sie wissen schon, wer der Mann ist. Zuerst sind wir von einer Verbindung zu Christoph Nowak ausgegangen. Das ist ein früherer Fall, er liegt ein paar Jahre zurück. Aber ich glaube nicht, dass er etwas damit zu tun hat. Warum nicht? Das ist sein Gefühl. Ein Gefühl? Ich will keine Gefühle, ich will Indizien. Sparen Sie Ihre Gefühle dafür auf, wenn Sie Ihre Tage haben. Hier geht's um Menschenleben. Finden Sie den Kerl. Ich werde mit ihm reden. Dass er solche Bemerkungen unterlässt! Ist es wahr? Danke. Bitte erst unterschreiben. Muss her. Muss erst den Schwärmen. Ja, dann machen Sie das! Das funktioniert immer noch nicht! Moment bitte. Moment bitte. Es geht nicht! Bleibt am Seiteneingang. Hier kommt erst auf mein Kommando, ja? Ja. Hast du den Zettel gefunden? Ja, habe ich. Sehr schön. Dann lies die Frage doch mal vor. Was ist nach der Verhaftung von Christoph Nowak mit seiner Frau Katharina passiert? A, sie hat sich von ihm getrennt. B, sie hat eine Fehlgeburt. C, sie ist an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung erkrankt und befindet sich seitdem in der Psychiatrie. Die Antwort, ja. A. Antwort A ist richtig. Oh. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt. Antwort B ist auch richtig. Die arme Katharina Nowak hat eine Fehlgeburt. Und tragischerweise, ja, tragischerweise stimmt auch Antwort C. Katharina Nowak hat die ganze Geschichte so mitgenommen, dass sie eine schizoide Persönlichkeitsstörung entwickelt hat und seitdem in der geschlossenen Psychiatrie lebt. Weißt du, was das ist, Jan? Eine schizoide Persönlichkeitsstörung? Die spontane Erlebnisfähigkeit und das unmittelbare ansprechende Gefühl ist stark geschwächt. Schön aufgeschafft, Jan. Weißt du, wie ich das umschreiben würde? Katharina Nowak ist sozial verkümmert. Sie ist alleine nicht mehr lebensfähig. Wie fändest du das, wenn das mit deiner Freundin passiert? Was hat das mit mir zu tun? Es ist deine Schuld. Du schaust nicht zurück, Jan. Du interessierst dich nicht für die Menschen, mit denen du zu tun hattest. Du machst die Augen zu. Ja. Und sie verstecken sich. Oder warum passiert das alles hier am Handy, hä? Haben sie Angst, mir in die Augen zu schauen? Ist das lustig? Irgendwie schon. Kennst du den Mythos von Cassandra? Hektors Schwester und Tochter von König Priamos. Sie hat nicht die Augen zugemacht, sie hat gesehen. Manchmal zu viel. Apollon hat ihr aus Liebe die Gabe der Vorhersehung geschenkt. Aber niemand hat Cassandra geglaubt. Sie warnte die Trojaner vor den Griechen und vor dem trojanischen Pferd. Vergebens. Aber das weißt du ja bestimmt. Die nächste Bombe explodiert in genau 17 Minuten. Scheiße. Brenner, die Bombe ist im Tresorraum. Sie ist inaktiv. Sie können sie sichern. Verstanden. Kommt mal zum Haupteingang, ja? Hajo, die nächste Bombe ist scharf. 16 Minuten. Er hat mir einen Tipp gegeben, aber ich hab's nicht kapiert. Das ist was Persönliches. Er will, dass ich mich an die alten Fälle erinnere. Und dass ich weiß, was mit den Tätern passiert ist, nachdem sie verhaftet wurden. Irgendwo erkennt er die alten Akten. Meinst du, das ist ein Insider? Ich weiß es nicht. Er hat was Verschlüsseltes gesagt. Irgendwas über Cassandra. Warte mal. Ich kenne meine Abgründe. Atemreduktion. Man bekommt nur über diese kleine Öffnung Luft. Haben Sie das schon mal erlebt? Kennen Sie ihre? Studio Cassandra. Was? Das war dieser Sadomaso-Fall. Bring Leni und Charlotte ins Präsidium, okay? Ich habe schon einen Wagen losgeschickt. Wir werden abgeholt. Komm schon, Mitch.
und? Auf dem Erpresserbrief sind keine Fingerabdrücke. Und an der Bombe sind nur Abdrücke von Jan und Tom. Der Täter hat Handschuhe getragen. Und sonst noch irgendwas? Das Ding hatte keine besonders große Sprengkraft. Ja, denn das heißt? Heißt, wenn sie hochgegangen wäre, dann wäre wahrscheinlich nur Sam weggestorben. An primären Verletzungen. Pneumothorax oder so. Was? Eintritt von Luft in den Pleuraspalt. Sieht ziemlich zusammengebastelt aus. Eine Anleitung dafür kann sich jeder aus dem Internet ziehen. Wir haben ihn! Es funktioniert. In einem Umkreis von 200 Metern. Der Typ ist irgendwo in dieser kleinen Gartenanlage. Ich fahre da gleich hin. Tom! Ja, Backup, ich weiß. Ich schnapp mir zwei Kollegen. Jan? Hallo? Was ist mit Leni und Charlotte? Die sind auf dem Weg hierher. Danke. Wo bist du? Gleich da. Jan? Ja? Pass auf dich auf. Mach ich. Der Tom, der ist auf dem Weg zu einer Kleingartenanlage. Wir vermuten, dass der Täter von dort agiert. Aber du verhalte dich wie bisher. Der darf nicht misstrauisch werden. Haben wir uns verstanden? Wir halten dich auf dem Laufenden, okay? Guten Tag. Guten Tag. Kowalski, mein Name, Kripo Leipzig. Ja, Moll, Herbert. Herr Moll, wir suchen einen Mann, der... Also, falls Sie wegen der Auffahrt kommen, da müssen Sie den Köhler fragen. Der hat den Kies von seinem Schwager, hat mir der Beckmann gesagt. Nee, deshalb kommen wir nicht. Herr Moll, wir suchen einen Mann, der hier ein Haus hat, vermutlich noch nicht so lange. Vielleicht jemand, der Ihnen aufgefallen ist. Der Neue? Ja, ich meine den Neuen. Können Sie mir sagen, welchen Garten der hier hat? Herr Karalski, Kowalski. Mit C oder mit K? Was? Na, Ihr Name. Mit K, aber es wäre wirklich wichtig, wenn ich wüsste, wo dieser neue Mieter wohnt. Ach, gemietet wird hier nicht. Also hier wird gepachtet. Sie erwerben erst mal das Haus und dann das Grundstück. Aber für einen Schweinepreis, ich sage Ihnen. Aber... Herr Moll? Ja? Sie wollten mir gerade erzählen, wo der Neue wohnt. Ach ja, also dass ausgerechnet ich das machen muss. Also der Herr Wallmann, so hieß der Gute. Der ist vor 3 Tagen leider verstorben. Der hat erst eine Woche hier gewohnt. Wissen Sie? Herzinfarkt, Ausbumm, Feierabend. Kannten Sie denn Herrn Wallmann? Nee, bedauerlicherweise nicht. Aha. Ist Ihnen sonst noch jemand aufgefallen? Süßes oder saures? Hier. Schau mal, ich hab hier 20 Euro für euch, ja? Okay. Dann nochmal 20 Euro und dann geht ihr nach Hause, ha? Danke. Jan, du weißt, dass du das tun musst.
Und jetzt? Und wie fühlt sich das angefangen zu sein? Wenn ich richtig informiert bin, dann warst du ja schon mal im echten Gefängnis. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, warum? Weil du verführbar bist, ja. Du hast dich von einer Nutte verführen lassen. Und deine Freundin, liebst du die? Normalerweise würde der Kunde mich jetzt fragen, ob es in seinem Hotelzimmer weitergeht. Bei dir würde ich wahrscheinlich ja sagen. Liane war keine Nutte. Natürlich war sie das. Sie hat mit dir gespielt. Und du hast nicht mehr klar gesehen. Du bildest dir eine Meinung über die Menschen, die du triffst. Aber du interessierst dich nicht dafür, wer sie sind. Und was mit ihnen passiert. Weißt du, was mit Doreen Petersen passiert ist? Hm? So viele Namen, Jan, so viele Namen. Das war die Frau des Mannes, der sich hat auch verführen lassen. Genau wie du. Die ist auf Saremaso-Partys gegangen und hat sich die Luft abschnüren lassen, weil es ihn geil gemacht hat. Seine Frau konnte das nicht ertragen und hat ihn umgebracht. Weißt du, wen sie danach umgebracht hat? Ja? Sich selbst. Im Gefängnis, in dem sie saß wegen dir. Sie ist eine Mörderin. Und jetzt ist sie tot. Du treibst die Menschen, die du triffst, ins Verderben. Und dann schaust du weg, weil es dich nicht interessiert. Genieß den Film, Jan. Diesmal ist die Bombe in deinem Kopf. Jan Maybach. Normalerweise wurde der Kunde nicht so hart. Tot. Tot. Fehlgeburt. Der Mann, den wir suchen, ist vermutlich jemand, der nicht wirklich hier hinpasst. Vielleicht ist er etwas jünger. Wahrscheinlich redet er nicht besonders viel mit Nachbarn. Und möglicherweise bringt er ab und zu irgendwelche Materialien mit hierher, um was zu basteln. Basteln? Elektronische Dinge, Schaltkreise, Platinen, solche Sachen. Ja. Mein Enkel. 8 Jahre alt. Also was der zusammenbastelt. Wenn der zu Besuch kommt in meiner Werkstatt, also ich muss hinterher alles aufräumen, ja? Ja. Wie heißt das Zauberwort? Wie heißt denn das Zauberwort? Wie bitte? Ich kenne meine Abgründe. Was war's denn? Ich kenne sie ja. Bitte. Jan. Jan. Bitte. Weißt du noch, als es dunkel wurde in Leipzig? Der Stromausfall. Der Stromausfall. Kannst du dich an Thomas Kanekis erinnern? Er war die ganze Zeit direkt vor eurer Nase. Im Präsidium. Richtig. Da ist auch die letzte Bombe. Du darfst jetzt evakuieren. Hallo, wir müssen das Präsidium evakuieren. Los, raus, raus. Alle raus. Alles, ja? Nur nicht an die Regeln halten. Es hat doch schon seinen Sinn, warum die Hecken nicht höher als 1,60 sein sollen, ja? Herr Moll, aber da haben die jungen Leute überhaupt kein Verständnis für, ja? Die mit ihrem modernen Technik-Schnickschnack, ja? Gucken Sie nur mal da drüben, gucken Sie. Na? Ich weiß gar nicht, wie viele Sender die sehen. Also ich sehe nur einen. Jan.
Wo ist Tom? Und wie sieht's aus? Das war sein Ziel. Er hat das alles veranstaltet für diesen einen Moment. Ja? Du hast es fast geschafft. Jetzt gehst du ins Gebäude. Was erwartet mich da? Willst du das wirklich vorher wissen, ja? Bis jetzt war es doch immer so spannend. Ja, warte noch, warte noch. Der Brenner, der sucht die Büros gerade nach Bomben ab. Ajo. Jan, das ist doch ein Irrer. Niemand da. Hajo, wir sind in der Laube. Der Typ ist nicht mehr da. Hajo, der weiß alles über Jan. Alles. Passiert denn da nichts? Ich weiß es nicht. Brenner, Sie sind das. Was wollen Sie von mir? Ich will, dass du dich erinnerst. An Maike Schwarz. Warum? Weil sie dich liebt. Mein Name ist Maike. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne wissen, was genau passiert ist. Was glauben Sie, was das hier ist? Es gab einen einzigen Überfall, Herr Kollege. Meinen Sie, das wüsste ich nicht? Das ist doch Schwachsinn. Sie hat sich nicht in mich verliebt. Sie fand die Scheiße. Wir haben uns ständig wegen irgendwas gestritten. Das ist nicht wahr. Denk nach. Denk nach! Klar, am Anfang habt ihr euch gestritten.
Aber dann hat sie dich kennengelernt und wollte unbedingt ins Team. Für Ihr Team? Hätten Sie Lust? Naja, hört sich nach einem Traumjob an. Sie ist auf der 3, oder? Korruption! Betrug, Stitcheller. Das seit Jahren, aber das kannst du nicht wissen, weil Mike ist dir scheißegal. Was haben Sie mit ihr zu tun? Ha? Ich liebe Sie. Aber wir haben keine Zukunft. Und weißt du warum? Sie hat sich von mir getrennt. Weil du uns im Weg stehst. Weil sie dich nicht vergessen hat. Ja, an den Superbullen, der nie was falsch macht, der nie eine falsche Entscheidung trifft. Das können wir doch klären. Ach ja? Ja. Falls du das überleben solltest, vielleicht. Es liegt an dir. Frau Zimmermann? Ja? Das ist doch alles ganz spannend hier, hm? Der rote Zünder geht zu deiner Bombe. Der blaue zu der von Mike. Du musst einen von beiden drücken. Wenn du es nicht tust, explodieren beide. Automatisch. Du kannst entweder dein Leben retten oder Mikes Leben. Und dafür hast du genau 60 Sekunden Zeit. Jetzt hast du eine Chance. Du hast eine Chance, einmal nicht egoistisch zu sein. Na, Michael? Du sitzt da in Jahren nicht mehr ganz so heldenhaft, oder? Du kannst zu mir zurückkommen. Noch kannst du zurückkommen. Verpiss dich. Ich liebe dich. Brenner! 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 Mike! Ich hab das nicht gewusst. Es tut mir leid, ich... Sie würde ich auch gerne mal entschärfen. Wissen Sie, was Sie mich können? Schöne Bescherung. Sag mal, was ist das eigentlich für ein schrebeliger Bus? Da wohne ich drin. Da wohnst du drin? Ja. In dem Bus da? Mhm.
Hallo. Hallo, Maike. Setz dich doch. Ich wollte mich noch kurz verabschieden. Ich bin ab morgen weg hier. Ich lasse mich versetzen nach Hamburg. Und ich wollte mich bedanken. Martin war psychisch gestört. Das, was er gestern gemacht hat mit dir, das ist so krank. Martin wollte mir beweisen, dass du feige bist. Er wusste, dass du keinen von den Zündern drücken würdest. Und darum hat er die so programmiert, dass er dann selber in die Luft fliegt. Also dann. Danke, Jan. Tschüss. Und? Hast du einen Knopf gedrückt? Ja.